Ja, ich bin mal ganz gespannt, wie es sein wird. Ich denke, Niklas wird versuchen, ein bisschen zu zonen. Ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Wo er startet hier gleich ziemlich offensiv rein. Niklas. Aber wenn Ruben halt einmal in Fahrt kommt, dann kommen da ganz schnell die Prozente. Ja, Rubens Combo-Game ist, der macht einfach. Der macht viel. Er drückt einfach, aber es funktioniert. Mhm. Ein Mantra. Aber die Abi von der Ledge. Von der Ledge, ja. Ja, es geht hier schneller los, als ich es erwartet hätte. Die beiden haben Bock auf jeden Fall, da wäre fast der Twitter-Clip. Sonst will Niklas ja immer das Game slowen mit seinen Projectiles, aber ganz gute Pressure. Wenn er Spaß im Spiel hat, dann hält Niklas schon rein. Ja, wie letztes Set. Auf jeden Fall sehr even hier. Jetzt der beide sind zu langsam in Kill-Prozenten und ich glaube, davon kommt, davon kommt er auf keinen Fall zurück. Gute Snipes. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, die Arrow-Snipes von Niklas. Ja, macht er oft jetzt. Auch gegen Justin. Die Möglichkeit für Niklas aufzuholen. Und der Rum Mix-Ups in Game 1. Schön auf Stage gegangen. Niklas hatte keine Option mehr. Beide wieder even. Ja, hier wird ein bisschen neutral gespielt, abwechselnd auch mal. Rufen aus der Corner geupbeat. Ist wieder eine neutral Position von der Stage, aber. Ah, jetzt ist es langsam Gameplay, was hier Niklas will, aber er kriegt keine Openings. Ich weiß nicht, ich finde, beide gehen erstaunlich offensiv rein. Ich will jetzt nicht sehen, welche von beiden einen Rushdown-Char spielt, aber. Oh, aber er killt. Wenigstens hat Niklas die Bomb-Recovery geschafft. Bin ich stolz. Ist wieder der Ledge-Trap. Ja, und aber auch schön patient von Ruven. Schön in der. Ohne Bombe kann Niklas also auch Ledge-Trap. Das ist gut zu wissen. Ah, ein bisschen link näher drücken. Träger ist auch wahr. Und die Fair, die killt natürlich bei 114, wie man es kennt. Jetzt wieder neutral. Und hier mit den Bomben-Kombos, ich weiß nicht, was abgeht. Ja, wenn Ruben nicht in der Corner hat, ist es immer ein bisschen gefährlich. Wer lässt sich da nicht so schnell raus? Ja. Aber beide liefern sich so kleine Hits immer nur. Das sind immer kleine Hits. Ruben konnte sein Conway noch nicht ganz so aufbauen. Das ist relativ evener. Ja, jetzt aber die Bomben-Kombos von Niklas, die hat er gelabbt. Ah, die Abi. War der von SDN wahrscheinlich. Habe ich sonst noch nie von ihm gesehen, dass er das macht. Doch, doch, manchmal. Ja, hast du Corner? Aber hier ist auf jeden Fall hier ein Kill-Prozent. Und ein Juggle. Auf jeden Fall jetzt langsam aufpassen. Ich denke mal, dass er jetzt ein bisschen defensiver spielen wird. Obwohl er geht rein mit den Nairs. Darf man ja auch mit Link. Ja, das stimmt. Kein Ledge Trap, Ruben gut umgangen mit der Bombe. Okay, da haben ein bisschen Putz. Und wieder die Up-Air. Schöner Chase nach oben. Das war wirklich sehr gut gemacht. Sehr schön die Plattform ausgenutzt von PS2. Ich bin mal gespannt, ob wir da nochmal PS2 sehen oder eine andere Stage. Und wie ich gehört habe, gehen wir auf Hollow Bastion. Ich denke, eine ganz gute Stage für Niceface, weil er da ganz gut Stage-Control halten kann unter der Plattform. Ja, von der Stage habe ich jetzt bei beiden Charakteren nicht so die Ahnung, deswegen. Ja, also Ruhm geht eigentlich immer PS2, glaube ich. Also ein Klassiker. So. Guck mal, wie sie reinstarten. Schauen wir mal, ob Niklas das Gameplay ein bisschen langsamer gestalten wird. Ich denke, Niklas versucht vielleicht zu adapten und weiß vielleicht, dass er ein bisschen macht. Ja, also die beiden kennen sich auf jeden Fall, die haben schon oft gespielt gegeneinander. Ja, auf dem Arcadia den Weeklies Smash Weekly. Natürlich immer. Mhm. Auf jeden Fall die Abwehr von Ruven. Hat hier ein kleines Lied, aber das ist nichts Großes. Abi von Niklas. Schön abgewartet. Hier. Jetzt der Ledge Trap vielleicht? Aus der Corner gekommen? Naja. Okay. Jetzt wieder der Arrow. Ah, Ledge Trap. Aber noch die Advantage von Niklas. Ja, ich glaube, das erste. Erster Stock wird sehr wichtig in dem Spiel. Hm. Obwohl sich beim ersten Game jetzt. Dass sich die Stocks schnell ausgeglichen haben. Ja, wir sehen jetzt schon, dass es ein bisschen langsamer ist, das Game bisher. Weil wir wollten sich im ersten Game vielleicht ein bisschen überrumpeln mit ihren Options. Ja. Jetzt kommt die Adaption. Vielleicht. Das Ding ist, wenn sie schnell spielen, dann glaube ich, dass das Set an Ruhm gehen wird, weil Chrome einfach die besseren Options hat. Ja, das auf jeden Fall. War das der erste Stock von Niklas? Schon Ledge Trap? Ich finde aber auch Ledge Trap Klassiker. Wenn Niklas jetzt campt, dann sieht es gut aus für ihn. Er kann jetzt immer so ein bisschen
Chip Damage machen. Safe spielen. Und dann ist natürlich schwierig für Oven. Da ist er aggressiv gegangen, aber. Und kommt er dazu? Nein, kommt nicht zurück. Schöne Dash Attack. Er hätte auch von mir sein können. Da war Niklas ein bisschen nervös mit der Abwehr. Sehen wir öfter mal bei Link Mains. Okay. Optimal Punish hier. Das ist der Ledge Trap. Aber das haben wir gegen SDN schon gesehen, dass Niklas da die Bombe zirkt. Ich hätte gedacht, dass das besser funktioniert gegen die Recovery von Chrom. Aber offenbar hat Chrom da ganz gut Mix-Ups gegen. Das ist der Arrow. Der Arrow hingegen zwingt natürlich immer zu Air-Dodge. Ich wusste, dass er nicht für den Näher geht nach dem Air-Dodge. Und? Aber da hat er ihn. Ja, okay, das funktioniert offenbar doch ganz gut. Oh nein. Ich hatte Angst, dass er gespiked wird. Das wäre natürlich ärgerlich gewesen bei dem Lead. Mit der Down-Air landet hier sehr unsafe und ist jetzt offstage und ist vielleicht in Position. Sehr gut den Lag ausgenutzt von Abby onstage. Ja. Und jetzt beide offstage. Also langsam ist man raus. Die Nair-Killed. Broken Move. Ist offstage. Aber ein bisschen Edgeguard. Sehr schön. Da war die Armor da. Und Standard. Battery Low von Player 3. Jetzt der Ledge von Niklas. Warum kommt offensiv von der Corner. Das hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht und Niklas konnte es nicht punishen. Eigentlich ist man nicht vorbereitet. Er wartet meistens mit einer Nair. Weil zu lange flieht er halt den Trade. Ja. Ruben jetzt ein bisschen am Mashen. Ja, Chrom darf es ja auch. Ey, die dürfen beide mashen einfach. Chrom macht Up-Air und alles. Ja, die Abwehr von Ruben kennt man ja eh. Auch super Juggles immer von ihm. So, und jetzt ist es wieder even, nachdem Niklas eigentlich einen guten Lead hatte. Ja, aber ich denke mal, jetzt offstage landet. Ist tot. Das ist ein Backthrow. Throw offstage jetzt natürlich. Ja, und das ist sie. Ja. Ja, es ist schwierig. 1-1 aber hier. Wir haben auf jeden Fall noch 2 Games über. Das mindestens. Und ich glaube, Ruben muss ein bisschen Antworten finden auf diese Bombe. Ich weiß nicht, ob er irgendwie anders die Recovery mix-upen kann. Aber es ist auf jeden Fall schwierig. Er kann low gehen und dann die Ledge snappen. Das geht mit Ike auf jeden Fall. Ja, also entweder er muss dagegen Antworten finden oder seinen Advantage halt so sehr pushen, dass er Niklas genauso früh killen kann. Das auf jeden Fall. Was Chrom natürlich kann. Aber wir haben das Stream ja eher das Ruben in seinem Recovery mix-up. Also, okay. Mal gucken. Ruben hat 25 Meter gepickt. Ich glaube, das wird Niklas nicht freuen. Und mich ehrlich gesagt auch nicht. Da die dreimal fair. Das ist der Ledge Trap. Ist auf jeden Fall ein schönes Setting hier mit der Musik. Auf keinen Fall, nein. Jetzt weiß ich auch, warum Ruben keinen PS2 gepickt hat. Wollte bestimmt unbedingt diese Musik wählen. Und Comet hier auch schön. Jetzt vielleicht. Ja, der Counter ist immer. Den haben wir bisher noch nicht gesehen. Bomb Recovery. Niklas schon wieder nicht getaggt. Vorhin auch einmal nicht. Ja, Niklas manchmal ein bisschen unsicher bei den Bomb Recoveries. Sagen wir, Niklas ist natürlich nice face. Und Ruven ist hart. Aber er heißt Ruven. Ja, das ist die Name als Tag-Gang. Immer die Pro-Player, die das machen. Ja, und ich. Yes. Da erstmal 30 ab erst. Ruven legt hier krass vor. Wie du meintest, wenn er seine Warnung so hart pusht, dass Niklas nicht mehr durchkommt, dann sieht es so aus. Ist egal, das ist offstage. Okay. Oh, das hat er schon mal gegen SDN versucht. Das funktioniert einfach so, das ist consistent. Das das liegt daran, dass die Abi von Chrom nur oben beim Schwert hinten eine Hitbox hat und nicht beim Hochziehen. Deswegen ist es leichter als bei Ike. Ja. Ruben versucht er die Down-Air, aber trifft nicht. Es ist plötzlich wieder. Natürlich nicht even, aber nur ein Stock-Lead. Ja, der Counter wieder. Bombe ist on stage, aber und wieder schon wieder. Tag. Also Niklas hat mir vorhin erzählt, er hat 3 Stunden geschlafen und offenbar sind die Tag-Skills nicht so da nach der Schlaf. Er lacht aber, er hat noch Freude. Ja. Bis er halt dann in Losers King SDN spielen muss. Ja, stimmt. Da war es da geht dann die Freude verloren. Hat er da auch schon Win gegen SDN? War das, oder? War das so? Ja, das auf jeden Fall. Also auf dem Weekly, mal mit Palo und auch, glaube ich, auf dem Nitz hat er schon. Ja, nee, heute. Heute schon. Impuls, oder nicht? Okay. Ja, dann. Oh ja, wenn ich mich nicht richtig. Aber soweit ist es natürlich noch nicht. Niklas hatte immer noch die Chance. Es ist. Ach ja, noch die Up-Airs. Viele Up-Airs. Jetzt sehen wir auch, warum er Battlefield gepickt hat. Die Mario Up-Airs. Was auch zur Musik. Bombe. Setup nichts. Aber Ruben wieder am Juggeln. Das macht er gut.
Oh, gerade gemixt ab mit mehr Dodge. So, jetzt mal schauen, ob er den Ledge Trap bekommt. Der würde jetzt auf jeden Fall killen. Und ah, das ist schon mies. So. Ja. Ja, er ist immer noch nicht. Aber. Ja, okay. Ja, das ist mies. Die Abi von Chrom zieht halt die Bombe in ihn rein. Ja. Deswegen ist es auch so konsistent, anscheinend. So. 90% Lead ungefähr für Ruven, aber ist natürlich alles. Ja, ja, bei den okay. 80. Geht fast auf Battlefield. Dass die ja, da, das killt auch. Der dritte SC von Lobby Niklas Faith. War nicht sicher, ob er die Bomb Recovery schafft. Deswegen wollte er normal Recovery wahrscheinlich. Ja, sah ein bisschen sassy aus, die Recovery. Es war auf jeden Fall ein guter Counterpick, der auf Battlefield für Ruben. Die Abwehr-Kombos waren schon krass auf der Stage. Aber jetzt hat natürlich Niklas wieder einen Counterpick. Mal schauen, ob wir wieder auf Hollow Bastion gehen, wo er eben schon gewonnen hat. Offenbar ganz wohl gefühlt hat. Ja, wir sehen wieder Hollow Bastion, große Map. Mit dem Lead Hollow Bastion. Heißt es so? Ja, stand gerade oben. Ah. Wir haben ja. Kleinen. Gut, eine Abi. Solche Abis tun halt weh gegen Ruven, weil oh, man sieht. Da war der SDI. Selbst wenn es nicht connected hat, holt er einfach 45% raus aus sowas. Aber gerade sehr slows Gameplay. Obwohl Niklas die ganze Zeit vor ihm steht. Ja. Ding auf der Stage ist halt, wenn Niklas unter der Plattform steht, dann kann Chrom nicht so einfach mit den Aerials reinrennen. Muss natürlich dann ein bisschen vorsichtiger spielen. Aber Niklas gerade guten Slowdown aufs Game bekommen. Aber jetzt juggelt es wieder. Rufen wieder sehr gut. Niceface findet hier überhaupt keine Lösung, wie er landen kann. Ne? Nee, selbst also die Nair hat er nur getradet, also. Wenn ihr vielleicht versuchen, dann mehr offstage landen, aber dann ist halt in der Ledge-Trap-Situation gegen Ruven und Ruvens Ledge-Trapping ist halt insane. Er macht ein F-Schild. Und springt. Ja, und back, also halt Chrom, aber Ruven hat halt auch gut eine Reaktionszeit. Ja, das deswegen auf jeden Fall. Gegen Ruven will man nicht an Ledge. Oh, schöner Wave-Dash. Kurz mal geschmoved, war eigentlich ein bisschen unnötig, aber sah nice aus. Gemacht. Der Ledge für Niklas. Nice Face. Und die schöne frühe Abi. Wichtig. Das war mal ein Mix-Up. Den haben wir noch nie gesehen. Ja. Keine Abi out of shield. Also. Weiß auch nicht. War das die Zeit-B von Ruven? Ja. Weiß es nicht, ob war das vielleicht ein Missklick oder war so. Schon. Aber F-Tilt hat auch schon einen sehr harten Shield-Stun. Vielleicht. Ja, nicht, ob man wie ein F-Tilt ein Side-B missimputet. Aber gut. Also egal. Das Timing ist dann vielleicht anders und Buffering halt. Aber wir gucken mal, jetzt ist es auf jeden Fall wieder even. Sehr even. Oh, schön. Oh, Bombplay. Das war. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Aber Niklas hat gerade die Stage Advantage und hat sie aufgegeben. Ja, was ich finde, Niklas rennt manchmal gerade ein bisschen offensiv rein mit den Fairs, Follow-up Fairs. Und Ruben rollt einfach oft dahinter. Aber schön von Ruben, dass er das macht. So, das funktioniert sehr gut anscheinend. Ja. Jetzt Juggling-Situation von Nice Face und die Fair killt fast bei 129 mit Stage. Die Bombe, falsches Timing, aber. Oh, schöner Tomahawk von Ruven. Und. Oh, schon runtergegangen. Das Ruven-Mix-Up. Da hat er ihn. So, das ist jetzt der Winner-Side-Stock von Nice Face. Wenn was er noch zurückkommen will, dann muss er auf jeden Fall schnell den Stock bekommen. Ansonsten wird der Damage schnell. Sehr hoch. Da sind. Oh. Da kann man durch die Abwehr durch einmal. Ja, einmal kurz die Combo gedroppt, sieht man auch nicht so oft von Ruven. Oh, Niklas panikt gerade ein bisschen. Aber ja, hat funktioniert. Das ist eine Sache, die man öfter mal von Niklas sieht, wenn er unbedingt kill will, dass die Upbeats ein bisschen häufig kommen. Kann man natürlich dann auch rausbaiten und so jemand wie Ruven macht das auch. Ja. Oh, schöner Air Dodge. Aber in der letzten Situation und er macht die Fair. Gute Option. Der Upthrow ist auf jeden Fall schon staled. Wahrscheinlich deswegen nicht gekillt. Ich weiß auch nicht, wie hoch Hollow Bastion ist. Oha, ja, stimmt. Hab gar nicht auf die Prozente geguckt. Und der Update killt natürlich. Der reicht. So, ist auf jeden Fall ein guter Lead für Ruven, ne? Hat jetzt auch, sich viel. Stage viel Control. Auf jeden Fall. Side Beast safe und Shield. Ja, man sieht, Niklas versucht sehr Slowdown, sehr safe zu spielen natürlich, weil ein Kill-Prozent jetzt fast schon ist gegen. Ruven macht Chrom. Das aber auch und punisht Niklas einfach für. Ja. Viele Options. Er muss eben nicht ins Risiko gehen, er hat den Lead. Und Niklas muss jetzt langsam mal hier eine gute String oder ein Combo landen oder ein Ledge Trap.
Ah ja, jetzt. Jemand gutes Timing von Rufen mit der Gala Attack. Damit hat Niklas nicht gerechnet anscheinend. Ja. Das wäre eins Grab. Okay, jetzt Ledge Trap. Oh. Ah, Niklas wollte für was Cooles gehen. Oh. Oh. Schön, schön. Und killt das? Mein das Gott, killt ja. einfach. Gut, das war richtig schön sehr gemacht von Nice Face. Das hat man gesehen. Ruben wollte natürlich mit Chrom unbedingt in die Mitte der Stage. Hm. Aber das wusste er. Ja, jetzt 2-2, Game 5. 2-2, Game 5. Nice. Gutes Set bisher. Mal schön trinken, Nice Face. Stay hydrated natürlich auch im Chat. Und ich bin gespannt, auf welche Stage wir gehen. Ob Battlefield diesmal gebannt wurde. Ob wir wieder Battlefield sehen werden. Ich glaube, Yoshi ist gebannt. Als Triplet. Yoshi ist vielleicht. Traps. Wahrscheinlich ist auch Smashville und Town nicht gebannt Town. Gegen Chrom. Naja, die Side B ist nicht so krass wie die von Roy natürlich. Nee, aber Jack killt er trotzdem sehr früh. Aber dafür wird auch die Link Fair extrem früh killen. Ja, das stimmt. Die wir aber gar nicht so oft haben treffen sehen. So zweimal. Aber da hat es dann gekillt auch. Ja. Sehr guter Usage. So, auf jeden Fall werden da beide mit den Ledge Traps früh killen können. Beide rennen rein. Mit dem Shield. Ja. Oben hat er den besseren Beginn. Hat er den Grab bekommen. Dash Attack Dash war, glaube ich, ein Missinput. Ja, Pivot Cancel F würde er wahrscheinlich machen. Ja, wenn er, glaube ich, auch nicht safe gewesen wäre. Aber nee. Egal. Aber wir beide sehr ausgeglichen. Mit kleinen genau. Openings. Schön gewartet. Patience. Und beide spielen das hier relativ offensiv. Beide spotten uns noch sehr viel. Aber zu ihren Gunsten. Ja. Oh, schöner Getup von Nice Face. Aber immer noch in der Corner. Aber näher regelt. Aber wollte wieder F tilten. Aber es ja. war das doch gewesen wahrscheinlich. An sich hat Ruven hier ein Lead. Aber das Ding ist, mit Chrom kann er halt jetzt eigentlich immer sterben, schon an der Ledge. Aber ja. kriegt hier den Stock mit dem Triple F-Tilt. Holt sich auf jeden Fall den ersten Stock. Kurz mal ein bisschen Wi-Fi gespielt. ja. So, mal schauen, ob Niklas wie im Game davor davon zurückkommen kann. Ja, Niklas schildert jetzt auf jeden Fall sehr viel. Möchte nicht so viel Prozent kriegen. Ja, natürlich. Wenn Chrom Grab kriegt, kriegt er jetzt nicht so viel raus. Hingegen aus einer Nair kriegt er schon mal 40%. Ja, aber ein Grab pusht seinen Advantage schon sehr. So ein Fall Throw als Tech Chase ist sehr böse. Hier der Parry, aber kein Punish leider. Nee, aber er ist sehr safe. Und die Api killt einfach schon. Aber beide wieder bei 0 jetzt. Ich glaube, das hätte auf anderen Stages nicht unbedingt gekillt. Ich habe gerade die Prozente nicht im Kopf. Das waren so 110. Das hat auch relativ knapp gekillt. Ja. Auf jeden Fall ein sehr even Game Niklas hier. Mit einem kleinen Lead. Aber es ist nichts, was eine Kombo von Ruben nicht ausgleichen kann. Oder eine Abi. Ja, eine Abi. Gleicht es eigentlich schon aus. Eins wäre die Kombos. Ja, diese Plattform da oben ist immer sehr gefährlich, wenn man einen Backthrow kriegt. Ein gefährlich, aber ich glaube, dass sie auch Ruben bei Recovery Mixups helfen kann. Hm. Jetzt auf jeden Fall Ruben mit den Hits. Die Recovery, diesmal versucht er nicht die Bomben. Ruven versucht hier Bomb-Plays? Ja, hat er schon ein paar Mal versucht, kam bisher jetzt nicht so. Aber bei Ruven würde es mich auch wundern, wenn er nicht irgendeine krasse Bomb-Kombo geslappt hatte irgendwann mal. Der Ledge für Niklas, für Nice Face. Und? Die ist das war sehr fragwürdig. Ja. Oh, aber es hat ihn gerettet tatsächlich. Ja, das war jetzt eine interessante Option. Und kann er hier landen? Oh, der Dash Grab hat nicht geinputtet. Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Stock hier. Und ja. Nice Face holt ihn sich zuerst. Wie nutzt Ruven jetzt die Invincibility aus? Ja, sehr. Ja, sehr indem gekonnt. Man einfach. Okay. Ja, das war schnell. Steht schon mehrmals hier mit den Edge Guard. Ich glaube, dadurch, dass Niklas Nice Face nicht so confident auf dem Bomb Recovery zu sein scheint, ist das natürlich eine gute Option gegen meistens. Link. Ja, das stimmt. Aber jetzt hier beide auf dem Last Stock. Von ihrem Winner Side? Ja, beides Winner Side Stock. Und Ruven im Advantage. Hat die Advantage. Oh. Und auf der Stage Ledge Trap während von Chrom ist natürlich scary. Da killt so eine Becker gerne mal 80. Pressure von Ruven. Der drückt nur ab, er. Ja, wie immer. Aber jetzt nichts anderes gedrückt in meinem Leben. Das Ding ist halt, wenn die sich gegenseitig cornern, ist echt gefährlich für beide immer. Sehr schön gecornert. Und jetzt haben wir hier einen Ledge Trap. Aber die Plattform hilft ja, ihm. Ja, da sieht man es. Die Plattform hilft tatsächlich Ruven. Oh.
Oh mein oh, Gott. Und nichts von Niklas, aber... Nice Face drückt einfach gar nichts. Tja. Und Ruben holt sich das Set. Uff. Auf jeden Fall ein sehr schönes Set, ging hin und her. Ja, jetzt bin ich gespannt, wen wir Losers sehen, ne? Ja, ich glaube, Ruben hatte eigentlich mit den Air Dodge gerechnet, aber wenn Nice Face einfach nicht drückt, dann öffnet es.